Sehr interessiert hat und was ja das Neuartige auch auf der Opernbühne war, dass erstmal ein pukliger Mann, ein hässlicher Mann, einer, der erstmal nicht zur Identifikation einlädt, solche Leute zeigt man ja eigentlich auf der Bühne nicht, dass der im Mittelpunkt des Geschehens ist und dass der dann jetzt sehr komplizierte zweite Seiten hat, sehr komplizierte Emotionen. Also er ist ja nun zynisch bis zum geht nicht mehr. Und auf der anderen Seite denkt er kann diese Späße, Zynismen und Untergangsszenarien machen und sich selbst einen heiligen Bereich schaffen. Die Tochter weiß nicht, wie er heißt, was für einen Beruf er macht. Sie weiß gar nichts. Sie darf einmal in der Woche mit ihrer Gouvernante Giovanna in die Kirche gehen. Ansonsten hat sie nichts von der Stadt gesehen, nichts. Er sperrt dieses Mädchen ein. Und es ist völlig klar, dass sie sich im Grunde genommen in den ersten verliebt, wo sie einen Schimmer Hoffnung sieht, da vielleicht rauszukommen und vielleicht auch mal einen anderen Mann kennenzulernen. Dass der Herzog ein sehr guter Liebhaber ist. Der Herzog ist für mich ein Typ wie Narziss und Goldmund. Goldmund, der eben jeder Frau das Gefühl gibt, sofort ihre Einmaligkeit erfühlt, erspürt und ihr dieses Gefühl gibt, einmalig zu sein. Das ist nicht romantisch, ach, ich opfere mich jetzt. Nein, die geht in einen Selbstmord, weil die hat keine Perspektive mehr in ihrem Leben. Und das, die Schuld daran hat Rigoletto und nicht der Fluch. Sondern Rigoletto, der bis zum Schluss seine Tochter nicht sieht, bis zum Schluss nicht wahrhaben will, was er für ein Leben führt, wie er andere Menschen wirklich behandelt.